Einmal für allemal, der Handel wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Major ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen. Der Präsident bekommt Wind. Miller. Kurz und gut, ich sage dem Junker... Du hast ihn nicht in dein Haus geschwatzt. Hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen? Hab ihn nicht in mein Haus geschwatzt. Hab ihm das Mädel nicht nachgeworfen. Wer nimmt Notiz davon? Ich bin der Herr im Haus. Ich hätte meine Tochter strenger halten. Hätte den Major besser auftrumpfen sollen. Oder hätte gleich alles seine Exzellenz gewähren Papa stecken sollen. Wenn es bekannt wird, kommt alles Wetter über uns. Possen, Geschwätz. Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Schüler zusammen, wo sie zu kriegen sind. Aber was wird dabei herauskommen? Nehmen kann er das Mädel nicht. Vom Nehmen ist gar die Rede nicht. Aber das Mädel ist verschimpft auf ihr Leben lang. Bleibt sitzen. Oder hat Handwerk geschmeckt und treibt's fort. Jesus Christus. Worauf kann so ein Windfuß sonst sein Absehen richten? Das Mädel ist schön. Unterm Dach mag's aussehen, wie es will. Darüber guckt man bei euch Weibsleuten hinweg, wenn's nur der liebe Gott Parterre nicht hat fehlen lassen. Stöbert der Springinsfeld erst noch dieses Kapitel aus? Gott behüte uns in Gnaden. Solltest nur die wunderhübschen Briefe lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter schreiben tut. Guter Gott, da sieht man's sonnenklar, dass ihm pur um die schöne Seele zu tun ist. Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Sieh nur die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft hat. Ins Feuer mit dem Pfahl. Nein. Das Mädel setzt sich das Teufelzeug in den Kopf und über all dem Herumschwänzen in der Schlaraffenwelt findet zuletzt seine Heimat nicht mehr, schämt sich, dass sein Vater nur Geiger ist und verschlägt mir am Ende einen ehrbaren, wackeren Schwiegersohn. Sei artig, Miller. Wie manch schönen Groschen haben uns nur die Geschenke... Eher will ich mit meiner Geige auf den Bettel ziehen und das Konzert um was Warmes geben, ehe ich mir's schmecken lasse von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seele und Seligkeit abverdient. Stell den vermaledeiten Kaffee ein, dann brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zum Markt zu treiben. Nein, Gott verdamm ich. Gleich muss die Pastete auf den Herd. Und dem Major will ich weisen, wo der Zimmermann das Loch gemacht nur hat. Nur nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ich spreche ja nur, weil doch der Herr Major des Präsidenten Sohn ist. Da liegt der Hase im Pfeffer. Darum, just eben darum, muss die Sache noch heute auseinander. Der Präsident muss es mir dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Vater ist. Du wirst mir meinen roten Rock ausbürsten und ich werde mich bei seiner Exzellenz anmelden Miller. Lassen. Ich werde sprechen zu seiner Exzellenz. Dero, Herr Sohn, haben ein Auge auf meine Tochter. Meine Tochter ist zu schlecht zu Dero, Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero, Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar. Und damit basta. Guten Morgen, Herr Sekretär. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen von Ihnen? Meinerseits, Frau Base. Wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung. Was Sie nicht sagen, Herr Sekretär, des Herrn Majors von Walter hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Pläsier. Doch verachten wir darum niemand. So. Herrn, einen Sessel, Frau. Wollt's ablegen, Herr Landsmann? Wie befindet sich meine zukünftige? Oder gewesene? Ich will doch nicht hoffen. Kriegt man sie nicht zu sehen, Mamsell Luisen? Wir bedauern, dass sie nicht die Ehre haben kann, Herr Sekretär. Sie ist in der Messe. Meine Tochter. Das freut mich. Freut mich. Ich werde mal eine fromme christliche Frau an ihr haben. Herr Sekretare, werden selbst die Einsicht haben.
Wenn Ihnen unser Haus sonst irgendwo dienen kann, mit allen Vergnügen, Herr Sekretare, aber... Sonst irgendwo. Schönen Dank. Schönen Dank. Gut ist gut, aber besser ist besser. Und am einzigen Kind mag man doch nicht vor seinem Glücke sein. Wie meint Sie das? Ich meine, weil halt der liebe Gott meine Tochter partout zur gnädigen Madame will haben. Bleiben sitzen, Herr Sekretarius. Das Weib ist eine alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madame herkommen? Was ich weiß, weiß ich. Und was der Major gesagt hat, das hat er gesagt. Willst du dein Maul halten? Was kannst du wissen? Was kann er gesagt haben? Kehren Sie sich an das Geklatsche nicht, Herr Vetter. Marsch du in deine Küche. Sie werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, dass ich so hoch hinaus wollte mit dem Mädel. Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort erkennen lassen, Herr Musikmeister. Und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut wie unterschrieben. Ich habe ein Amt, das einen guten Haushälter ernähren kann. Der Präsident ist mir gewogen. An Empfehlungen kann es nicht fehlen. Sie sehen, dass meine Absichten auf Mamsel Luisen ernsthaft sind. Wenn sie allerdings von einem adligen Windbeutel herumgeholt worden ist... Mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Halt du dein Maul, sag ich. Lassen Sie es gut sein, Herr Vetter. Es bleibt beim Alten. Ich zwinge meine Tochter nicht. Gefallen Sie ihr wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie mit Ihnen glücklich wird. Schüttelt sie den Kopf noch besser. In Gottes Namen, wollte ich sagen, so stecken Sie den Korb ein und trinken eine Bouteille mit dem Vater. Das Mädel muss mit Ihnen leben, ich nicht. Also kurz und gut, ich gebe meine Zustimmung nicht. Absolut nicht. Meine Tochter ist zu was hohem Gemüse. Ich Arm und Beine zwei haben. Ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel. Ich hoffe, Sie kennen mich, Herr Miller. Das Mädel muss Sie kennen, Wurm. Was ich, alter Knasterbart, an Ihnen abgucke, ist just kein Fressen für junge Mädel. Ich will Ihnen aufs Haar sagen, ob Sie ein Mann fürs Orchester sind. Aber eine Weiberseele ist auch für einen Kapellmeister zu spitzig. Lassen mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft, traue ich, erlauben Sie, keine hohle Haselnuss zu. Hat er keine Courage, so ist er ein Hasenfuß, und für den sind keine Luisen gewachsen. Machen Mutter, dass das Mädel lieber Vater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren zu lassen. Das nenne ich einen Kerl. Das heißt lieben. Und wer es bei dem Weibsvolk nicht so weit bringt, der soll auf einen Gänsekiel reiten. Mein Dank, Herr Musikmeister. Für was? Haben doch nichts genossen, Herr Sekretarius. Nichts hört er hin, zieht er. Ist mir wie Gift, wenn ich den Federfuchser zu Gesicht kriege. Ein widriger Kerl, als hätte ihn irgendein Schleichhändler in die Welt meines Herrgotts hineingescharrt. Nein, ich meine Tochter an so einen wegwerf. Lieber soll sie schon. Weiter. Brav, meine Luise. Freut mich, dass du so fleißig an deinen Schöpfer denkst. Bleib immer so und sein Arm wird dich halten. Wer, mein Kind? Ich vergaß, dass es noch außer ihm Menschen gibt. Wer war nicht da? Ferdinand. Ich dachte, meine Luise hätte den Namen in der Kirche gelassen. Ich verstehe ihn, Vater. Ich fühle das Messer, das er in mein Gewissen stößt. Aber es kommt zu spät. Ich habe keine Andacht mehr, Vater. Der Himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele. Wo er jetzt wohl ist. Die vornehmen Fräulein, die ihn sehen, ihn hören. Ach, ich bin ein schlechtes, vergessenes Mädchen. Oh, verzeih mir. Ich will nur ein wenig an ihn denken. Das kostet ja nichts. Hör, Luise, das bissel Bodensatz meiner Jahre, ich gäbe es hin. Hättest du den Major nie gesehen? Was sagt er da? Nein, er meint es anders, der gute Vater. Er weiß nicht, dass Ferdinand mein ist. Mir geschaffen. Mir zur Freude vom Vater der Liebenden. Als ich ihn zum ersten Mal sah und mein Herz ihn erkannte, ging in meine Seele der erste Morgen auf. 1000 junge Gefühle schossen aus meinem Herzen. Die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr. Und doch besinne ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste
von keinem Gott mehr. Und doch hatte ich ihn nie so geliebt. Luise, nimm meinen alten mürben Kopf, nimm alles, alles. Den Major, Gott ist mein Zeuge. Ich kann ihn dir nicht geben. Wie auch will ich ihn ja jetzt nicht, mein Vater. Ich entsag ihm für dieses Leben. Aber dann, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen, wenn Menschen nur Menschen sind, wenn Gott kommt und die Herzen im Preise steigen, dann werde ich reich sein. Dort rechnet man Tränen für Triumphe und schöne Gedanken für Ahnen an. Dann werde ich vornehm sein, Mutter. Was hätte er dann noch vor seinem Mädchen voraus? Louis, der Major. Bleib doch, Mutter. Mein Gott, wie sehe ich aus? Ich muss mich ja schämen. Ich kann mich vor Ihrer Gnaden so nicht sehen lassen. Ferdinand. Du bist blass, Louise. Es ist nichts. Nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber. Und liebt mich meine Louise noch? Mein Herz ist das gestrige. Ist auch das deine noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du heiter bist und gehen und das auch sein. Du bist nicht? Doch, doch, mein Geliebter. Nein, sag die Wahrheit. Was hast du? Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich? Du bist meine Louise. Du willst meine Augen vom Abgrund weglocken, in den ich stürzen muss. Ich sehe die Zukunft. Deine Pläne, deinen Vater, mein Nichts. Man trennt uns. Trennt uns? Wer kann den Bund zweier Herzen lösen? Oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Ich fürchte nichts. Nichts als die Grenzen deiner Liebe. Lass auch die Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und darüber hin in Luisens Arme fliegen. Nichts mehr von Furcht. Ich will über dir wachen wie der Drachen über unterirdischem Golde. Du brauchst keinen Engel mehr. Vertrau dich mir. Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen, empfangen für dich jede Wunde, sammeln für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude. Nichts mehr. Ich bitte dich, schweig. Ich hatte diese Träume vergessen. Bis jetzt. Gott vergib dir's. Du hast den Feuerbrand in mein Herz geworfen und er wird nimmer verlöschen. Ernsthaftes Attachement, mein Sohn? Nein, Bohm. Das macht er mich nimmer mehr glauben. Und noch dazu die Tochter eines Musikus, sagt er? Musikmeister Millers Tochter. Hübsch. Das schönste Exemplar einer Blondine, die noch neben den ersten Schönheiten des Hofes Figur machen würde. Er sagt mir, Bohm, er habe ein Auge auf das Ding. Man sieht es. Das Mädchen ist schön, sagt er. Das gefällt mir an meinem Sohn, dass er Geschmack hat. Spiegelt er der Närrin solide Absichten vor, so sehe ich, dass er Witz genug hat, in seinem Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Setzt er es bei ihr durch, noch besser. Das zeigt mir an, dass er Glück hat. Schließt sich die Fass mit einem gesunden Enkel? Unvergleichlich. So trinke ich auf die guten Aussichten meines Stammbaums seine Bouteille mehr und bezahle das Geld für die Dirne. Alles, was ich wünsche, ist, dass Sie nicht nötig haben möchten, diese Bouteille zu trinken. Dummer Teufel. Was macht das ihm aus, ob er den Taler frisch aus der Münze oder erst vom Bankier bekommt? Tröste er sich mit dem hiesigen Adel. Bei uns wird selten eine Hochzeit geschlossen, bei der ich wenigstens ein halbes Dutzend der Gäste das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen könnte. Ich mache hier gerne den Bürgersmann, gnädiger Herr. Hm.
Übrigens kann er bald die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jetzt liegt ein Antrag im Kabinett, dass auf die Ankunft der neuen Herzogin, die Lady Milford, zum Schein den Abschied erhalten und, um den Betrug vollkommen zu machen, eine Verbindung eingehen soll. Der Fürst sucht eine Partie für die Milford. Damit er im Netz meines Einflusses bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heiraten. Versteht er das? Wenn der Major sich als ebenso gehorsamer Sohn erweist wie Sie als zärtlicher Vater, so wird er Ihre Aufforderung mit Protest zurückweisen. Ich kündige ihm noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn rechtfertigen oder widerlegen. Gnädiger Herr, ich bitte um Vergebung. Das finstere Gesicht, das er Ihnen ganz sicherlich zeigt, lässt sich ebenso gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zuführen, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadeligste Partie im Land. Und sagt er ja, so lassen Sie den Sekretär Wurm 3 Jahre Kugeln schleifen. Gut, diesen Morgen noch. Nur vergessen Eure Exzellenz nicht, dass der Dienst Ihnen von einer unwillkommenen Schwiegertochter zu helfen... Den Gegendienst wert ist, ihm zu einer Frau zu helfen. Auch das, Wurm. Ewig der Ihrige, gnädiger Herr. Hofmarschall von Kalb. Kommt wie gerufen. Er soll mir angenehm sein. Ah, guten Morgen, mein Bester. Wie geruht, wie geschlafen. Sie verzeihen, dass ich so spät das Vergnügen habe. Dringende Geschäfte, der Küchenzettel, Visitenbillets, das Arrangement der Partien auf die heutige Wagenfahrt. Ah, da musste ich auch bei dem Levet zugegen sein und seiner Durchlaucht das Wetter verkündigen. Ja, Marschall, da haben Sie freilich nicht abkommen können. Obendrein hat mich ein Schelm von Schneider noch sitzen lassen. Und doch fix und fertig. Das ist noch nicht alles. Ein Malheur jagt heute das andere. Hören Sie nur. Ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, dass mir, ich bitte Sie, der Gassenkot über und über an die Beinkleider spritzt. Was anzufangen? Setzen Sie sich um Gottes Willen in meine Lage, Baron. Da stand ich. Spät war es. Eine Tagreise ist es und in diesem Aufzug vor seine Durchlaucht, Gott der Gerechte. Was fällt mir bei? Ich fingiere eine Ohnmacht. Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche, ich in voller Karriere nach Haus, wechsle die Kleider, fahre zurück, was sagen Sie? Und bin noch der Erste in der Antichambre. Was denken Sie? Ein herrliches Impromptu des menschlichen Wissens. Doch das beiseite, Kalb. Kalb, Sie sprachen also schon mit dem Herzog? 20 Minuten und eine halbe. Und wissen mir ohne Zweifel eine wichtige Neuigkeit. Deine Durchlaucht haben heute einen Biberarm. Man denkt. Nein, Marschall, da habe ich doch eine bessere Nachricht für Sie. Dass Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiss etwas Neues. Denken Sie, und das ist schon alles richtig gemacht? Unterschrieben, Marschall. Und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluss meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen. Oh, mit 1000 Freuden, mein Bester. Was kann mir erwünschter kommen? Ich fliege sogleich. Leben Sie wohl. In 3/4 Stunden weiß es die ganze Stadt. Die ganze Stadt. Nun sage man noch, dass diese Geschöpfe in der Welt so nichts taugen. Nun muss ja mein Ferdinand wollen. Oder die ganze Stadt hat gelogen. Exzellenz? Mein Sohn soll herankommen. Sie haben befohlen, gnädiger Vater. Leider muss ich das, wenn ich meines Sohnes einmal froh werden will. Lass uns allein, Wurm. Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang und finde die offene Jugend nicht mehr, die mich sonst oft entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. Pfui.
deinen Jahren verzeiht man 10 Ausschweifungen von einer einzigen Grille. Komm, umarme mich, Ferdinand. Sie sind heute sehr gnädig, mein Vater. Heute? Und dieses heute mit der herben Grimasse? Wem zuliebe habe ich meine gefährliche Bahn betreten? Wem zuliebe bin ich mit meinem Gewissen und dem Himmel zerfallen? Höre, Ferdinand, ich spreche mit meinem Sohn. Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Wem tat ich dies alles? Doch mir nicht, mein Vater. Beim ermächtigen Gott, es wäre besser, gar nicht geboren zu sein, als dieser blutigen Missetat zur Ausrede zu dienen. Höre, junger Mensch, springe mich nicht auf. Wenn es nach deinem Kopf ginge, du kröchest dein Leben lang im Staube. Immer noch besser, Vater, als ich kröche um den Thron herum. Dich muss man zwingen, dein Glück zu erkennen. Du bist im 12. Jahre Fähnrich, im 20. Major. Du wirst später die Uniform ausziehen und in das Ministerium eintreten. Eine herrliche Aussicht dehnt sich vor dir. Und das begeistert dich nicht. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die ihrigen sind. Ihre Glückseligkeit macht sich selten anders als durch Verderben bekannt. Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben. Meisterhaft. Herrlich. Nach 30 Jahren wieder die erste Vorlesung. Schade nur, dass mein Kopf zu alt für das Lernen geworden ist. Um dein seltenes Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir jemanden an die Seite geben, bei dem du dich in dieser Tollheit nach Wunsch exerzieren kannst. Du wirst dir entschließen, noch heute entschließen, eine Frau zu nehmen. Vater! Keine Komplimente. Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, zu ihr zu gehen und ihr zu sagen, dass du ihr Bräutigam bist. Der Milford? Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, dass ich ihre Laune für ernst nehme. Würden Sie Vater zu dem Schurkensohn sein wollen, der eine bekannte Buhlerin heiratet? Noch mehr. Ich würde selbst um sie werben, wenn sie mich möchte. Würdest du zu dem Schurken Vater nicht Sohn sein wollen? Nein, so wahr Gott lebt. Eine Frechheit, die ich ihrer Seltenheit wegen vergebe. Ich beschwöre Sie bei Himmel. Ich beschwöre Sie bei Himmel und Erde, Vater. Sie können durch diese Hinwerfung Ihres einzigen Sohnes so glücklich nicht werden, wie Sie ihn unglücklich machen. Mein Leben habe ich von Ihnen. Ich werde keinen Augenblick anstehen, es für Sie zu opfern, aber meine Ehre, Vater. Wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben. Und ich muss den Vater wie den Kuppler verfluchen. Brav, lieber Sohn. Jetzt sehe ich, dass du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogtum würdig. Sie soll dir werden. Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von Ostheim verloben, wo dort deine Ehre hoffentlich nichts einwenden wird. Nein, mein Vater. Friederike von Ostheim könnte jeden anderen zum Glücklichsten machen. Ich warte auf deine Dankbarkeit. Vater, meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung. Ihre Wahl ist untadelhaft, aber ich kann... Ich darf, bedauern Sie mich. Ich kann die Gräfin nicht lieben. Jetzt habe ich den jungen Herrn. Es war nicht die Ehre, die die Lady verbot. Es war nicht die Person, es war die Heirat, die du verabscheutest. Halt, wohin! Ist das der Respekt, den du mir schuldig bist? Du bist bei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Wenn du mich zum Lügner machst, oder wenn ich... Höre, Junge, wenn ich hinter gewisse Historien komme, du wirst bei der Lady sein, sobald die Wachparade beendet ist. Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogtum. Lass doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert. Aber ich sehe keinen Major. Ich weiß nicht, wie ich mich heute finde, Sophie. Ich bin noch nie so gewesen. Also, du sahst ihn nicht? Freilich, es wird ihm nicht eilen.
Wenn Sie sich unpässlich fühlen, Milady, rufen Sie die Gesellschaft doch hier zusammen. Lassen Sie den Herzog hier die Tafel halten und die Spieltische vor Ihr Sofa setzen. Ich soll mein Zimmer mit diesem Volk tapezieren? Mit Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein herzliches Wort entwischt? Was fange ich mit Leuten an, deren Seelen ihre Uhren gehen? Kann ich eine Freude daran empfinden, Sie etwas zu fragen, wenn ich im Voraus weiß, was Sie antworten werden? Oder Worte mit Ihnen wechseln, wenn Sie nicht das Herz haben, anderer Meinung als ich zu sein? Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Lady. Den schönsten Mann. Den feurigsten Liebhaber, den witzigsten Kopf im ganzen Land. Du sagst, man beneide mich? Eher sollte man mich beklagen. Ja, es ist wahr. Der Fürst kann jedes Gelüst meines Herzens wie ein Feenschloss aus der Erde rufen. Er lässt die Quellen seines Landes in stolzen Bögen gen Himmel springen oder das Leben seiner Untertanen in einem Feuerwerk hinpuffen. Aber kann er auch seinem Herzen befehlen, gegen ein großes, feuriges Herz groß und feurig zu schlagen? Mein Herz hungert bei allem Überfluss der Sinne. Und dieses Herz unterwarf sich dem Ehrgeiz so gern? Es ist wahr, Sophie. Ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft. Aber mein Herz habe ich frei behalten. Weil der giftige Hauch dieses Hofes darüber nur wie der Hauch über den Spiegel ging. Gib mir den Mann, an den ich jetzt denke, den ich anbete. Und ich werfe dem Fürsten sein Fürstentum vor die Füße. Herr Lady, habe ich zu viel gesagt? Höre noch mehr. Höre alles. Ich fürchte, ich brauche nichts mehr zu hören. Die Verlobung mit dem Major. Du und die Welt glauben, sie sei eine Hofkabale. Sie ist das Werk meiner Liebe. Mein Gott. Sie ließen sich beschwatzen. Der schwache Fürst, der schlaue Präsident, der alberne Hofmarschall. Jeder von Ihnen wird darauf schwören, dass diese Verbindung mit dem Major das unfehlbarste Mittel sei, das Band mit dem Herzog umso fester zu knüpfen. Nein, es zu trennen, auf immer zu brechen. Hab ich Ferdinand? Hab ich ihn einmal? Oh, dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit. Seine Durchlauchter Herzog empfehlen sich, Milady zu gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Verlobung. Was bezahlt dein Herzog für diese Steine? Sie kosten ihn keinen Heller. Nichts? Du wirfst mir einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest. Gestern sind 7000 Landeskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles. Ich glaube, du weinst. Edelsteine wie diese da. Ich habe auch ein paar Söhne darunter. Doch keinen gezwungenen. Oh Gott, nein, lauter Freiwillige. Es traten wohl etliche vorlaute Burschen vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen und die ganze Armee schrie, Juhe, nach Amerika. Mein Gott, und ich hörte nichts, merkte nichts. Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr gerade mit unserem Herrn auf die Jagd reiten, als man zum Aufbruch schlug? Ihr hättet die Herrlichkeit nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, die heulende Waisen dort ihren Vater verfolgten und hier eine wütende Mutter lief, ihr Kind an Bajonetten zu spießen und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinanderriss und wir Graubärte verzweifelt dastanden. Oh, und dabei immerfort das polternde Wirbelschlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören. Sie werden wiederkommen, armer alter Mann. Sie werden Ihr Vaterland wiedersehen. Das weiß der Himmel. Das werden Sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien, Gott mit euch, Weib und Kinder.
Es lebe unser Landesvater. Am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Und mich beredete man, ich hätte die Tränen dieses Landes alle getrocknet. Geh. Und das nimm, weil du mir die Wahrheit sagtest. Legt's zu dem Übrigen. Sophie, spring ihm nach, frag ihn nach seinem Namen. Er soll seine Söhne wiederhaben. Hörte man nicht neulich, dass Feuer habe eine Stadt an der Grenze verwüstet und an 400 Familien an den Bettelstab gebracht? Die meisten dieser Unglücklichen verderben jetzt in den Silberbergwerken des Fürsten. Milady? Man soll diesen Schmuck sogleich zu Geld machen und den Gewinn an die 400 verteilen, die der Brand ruiniert hat. Milady, bedenken Sie, welche Ungnade Sie wagen. Soll ich den Fluch dieses Landes in meinen Haaren tragen? Aber Juwelen wie diese, hätten Sie nicht Ihre schlechtere nehmen können? Dafür werden im nächsten Augenblick mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als 10 Könige in ihrem Diadem getragen. Und schönere. Major von Walter. Der erste Mann, dem es Schrecken macht, Sophie. Sage ihm, ich sei unpässlich. Nein, Heik. Lacht er? Ist er aufgeräumt? Was spricht er? Nicht wahr, Sophie? Ich sehe hässlich aus. Ich bitte Sie, Milady. Befehlen Sie, dass ich ihn abweise. Er soll mir willkommen sein. Sprich, Sophie. Was sage ich ihm? Wie empfange ich ihn? Ich werde stumm sein. Er wird meiner spotten. Du verlässt mich, Sophie. Bleib. Nein, geh. So bleib doch! Sammeln Sie sich, er ist schon da. Ich komme auf Befehl meines Vaters und soll Ihnen melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters. Nicht auch Ihres eigenen Herzens? Minister und Kuppler pflegen danach niemals zu fragen. Und Sie selbst hätten nichts hinzuzufügen? Noch sehr viel, Milady. Geh, Sophie. Ich werde kurz sein. Nun? Ich bin ein Mann von Ehre. Den ich zu schätzen weiß. Kavalier? Kein besserer im Herzogtum. Und Offizier? Sie berühren Vorzüge, die auch andere mit Ihnen gemein haben. Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind? Hier brauche ich Sie nicht. Für was muss ich diesen Vorbericht nehmen? Für den Einwurf der Ehre. Falls Sie Lust haben sollten, meine Hand zu erzwingen. Was ist das, Herr Major? Die Sprache meines Herzens. Meines Wappens und dieses Degens. Den Degen gab Ihnen der Fürst. Der Staat gab ihn mir, durch die Hand des Fürsten. Mein Herz Gott, mein Wappen ein halbes Jahrtausend. Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich heute und dann nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopf, Milady, dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist sich an einen Fürsten wegwerfen konnte, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat. Und dass sie sich nicht schämt, vor einem Mann mit ihrem Herzen zu treten. Reden Sie weiter? Sie nennen sich eine Britin. Erlauben Sie mir. Ich kann es nicht glauben, dass Sie eine Britin sind. Die freigeborene Tochter des freisten Volkes unter dem Himmel kann sich nur mehr ein fremdes Laster verdingen. Sind Sie zu Ende? Man könnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit. Temperament, Hang zum Vergnügen. Schon öfters überlebte Tugend die Ehre. Schon manche Dame hat ihr hässliches Handwerk durch Edelhandlungen geadelt. Aber woher denn dann diese ungeheure Pressung des Landes? Die war hier nie so gewesen.
ist das erste Mal, dass solche Reden an mich gewagt werden. Und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte. Dass Sie meine Hand verwerfen, darum schätze ich Sie. Dass Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Dass Sie den Ruin dieses Landes auf mein Gewissen laden, vergebe Ihnen Gott, der Sie und mich und den Fürsten, der einst gegeneinander stellt. Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert und auf Vorwürfe dieser Art muss mein Vaterland Antwort haben. Ich bin nicht die Abenteurerin, für die Sie mich halten. Mein Vater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, im verräterischen Vernehmen mit Frankreich zu stehen und enthauptet. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich, ein 14-jähriges Mädchen, floh mit meiner Wärterin nach Deutschland. Ohne Schutz und Vermögen kam ich nach Hamburg. Ich hatte nichts gelernt. Umso besser verstand ich, von Gold und Silber zu speisen. 6 Jahre vergingen. Die letzte Schmucknadel flog dahin. Meine Wärterin starb. Und jetzt führte mein Schicksal ihren Herzog nach Hamburg. Er sah mich, lag zu meinen Füßen, schwor, dass er mich liebe. Alle Bilder meiner früheren Kindheit wachten wieder in mir auf. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Ich sank an das Seine. Stolz und Empörung kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich in dieses Land brachte und auf einmal das furchtbarste Geschehen vor meine Augen trat. Ich nahm dem Fürsten die Zügel ab. Und dein Vaterland, Ferdinand, fühlte zum ersten Mal eine Menschenhand. Oh, dass der Mann, von dem allein ich nicht verkannt sein möchte, mich zwingen muss, jetzt so zu prahlen. Ich habe Kerker gesprengt, Todesurteile zerrissen und manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. Und jetzt kommt der Mann, der mir das alles belohnen sollte. Nicht weiter, Milady. Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Verbrecher. Hör, Ferdinand. Wenn ein Unglücklicher unwiderstehlich angezogen vor dir steht, mit einem Herzen voll Liebe. Und du auch jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst. Wenn diese Unglückliche durch dich... Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe mich in Ihnen getäuscht, Milady. Ich erwartete, ich wünschte, Sie meine Verachtung würdig zu finden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Hass zu verdienen, kam ich her. Glücklich für beide, wenn mein Vorsatz gelungen wäre. Ich liebe Milady. Liebe ein bürgerliches Mädchen, Luise Miller, eines Musikers Tochter. Sie werden mich an Stand, an Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern. Aber ich liebe. Sie wollten mir etwas sagen, Milady. Nicht? Nichts, als dass Sie sich und mich und noch eine Dritte zugrunde richten werden. Noch eine Dritte? Wir sind das Opfer der Voreiligkeit Ihres Vaters. Aber wir können miteinander nicht glücklich werden. Denn nimmermehr werde ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab. Gezwungen gab? Also doch gab. Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Können Sie einem Mädchen den Mann nehmen, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Einem Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Das können Sie. Weil ich es muss. Meine Leidenschaft, Ferdinand, weicht meiner Freundschaft für Sie. Meine Ehre. Ich kann es nicht mehr. Unsere Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn Sie mich ausschlagen. Wehren Sie sich so gut Sie können.
hab's ja zuvor gesagt. Was, Vater? Was? Mein Staatsrockherr, Hurtig! Ich muss ihm zuvorkommen. Und ein weißes Manschettenhemd. Was gibt es denn? Was ist denn? Was es gibt, was soll's geben? Der Teufel ist los. Der Wurm hat geplaudert. Ach, was? Wie kannst du das wissen? An der Haustür spukt ein Kerl des Ministers und fragt nach dem Geiger. Warum wird mir auf einmal so bang? Woher weißt du, dass es der Luise geht? Du kannst dem Herzog empfohlen worden sein. Er kann dich ins Orchester verlangen. Auf der Stelle zum Präsidenten bin ich. Ich zuerst will mein Maul auftun. Ich selbst will alles sagen. Du hast es vor mir gewusst. Du hättest mir einen Wink geben können. Aber nein, da hat sich ja was fischen lassen. Miller. Jetzt friss auf, was du eingebrockt hast. Ich nehme meine Tochter unter den Arm und marschiere mit ihr über die Grenze. Nein, der Major. Komm mit Vater da. Wer? Da haben wir die Bescherung. Meintest du? Und wirfen Hölle und Himmel sich zwischen uns. Du sprachst deinen schrecklichen Namen aus, dein Vater. Was ist? Nichts. Nichts, es ist überstanden. Ich hab dich ja wieder. Du hast mich ja wieder. Oh, es war eine schreckliche Stunde. Welche? Eine Stunde, Luise. Wo zwischen mein Herz und dich eine fremde Gestalt sich warf. Wo meine Liebe von meinem Gewissen erblasst. Nein. Nimmer mir unmöglich, Lady. Ich kann ihnen diese Unschuld nicht opfern. Mut, Luise. Du hast gewonnen. Fehl mir nichts. Du nanntest die Lady. Man sagt, sie wird heiraten. Mich? Sagt man. Was erschrecke ich denn? Der alte Mann, das hat es mir so oft gesagt. Aber ich habe es ihm nie glauben wollen. Ist deine Tochter wieder? Verzeih ihm, lieber Vater. Gar nichts dafür, dass dieser Traum so schön war. Und so fürchterlich das Erwachen. Luise, Gott, sie ist von sich. Meine Tochter, mein armes Kind. Fluch über den Verführer und Fluch über das Weib, das ihm kuppelte. Verdiene ich diesen Fluch? Vergib's ihm Gott, Baron. Aber ich werde seine Kabale und ich bohren. Bleib! Der Präsident wird hierher kommen. Er wird unser Kind misshandeln. Er wird uns misshandeln. Und Sie verlassen uns. Freilich, warum nicht? Sie gab ihm ja alles hin. Die Gewalt meines Vaters ist groß. Aber aufs Äußerste treibt nur die Liebe. So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll. Der Augenblick, der diese Hände trennt, zerreißt doch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Ich liebe dich, Luise. Du sollst mir bleiben, Luise. Und jetzt zu meinem Vater. Da ist er schon. Er ist der Vater? Stadtmusikant Miller. Und Sie, die Mutter? Ja, die Mutter. Bringe die Tochter weg, ihr droht eine Unmacht. Überflüssige Sorgfalt. Wie lange kennt sie den Sohn des Präsidenten? Nach dem Sohn des Präsidenten habe ich nie gefragt. Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November. Er betet Sie an. Erhielt Sie Versicherung? Vor wenigen Augenblicken die feierlichst im Angesicht Gottes. Zur Beichte deiner Torheit wird man dir schon das Zeichen geben. Ich warte auf Antwort. Er schwor mir lieb. Und wird sie halten? Ich werde das Echo hinauswerfen lassen. Aber er bezahlte sie doch jederzeit bar. Frage verstehe ich nicht. Nicht? Nun, jedes Handwerk hat doch, wie man sagt, seinen goldenen Boden. Auch Sie, hoffe ich, wird Ihre Gunst nicht verschenkt haben. Vater! Ehrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerkleid. Eine lustige Zumutung. Der Vater soll die Hure des Sohnes respektieren. Vater, Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern. Es ist bezahlt. Euer Exzellenz, halten zu bleiben. Regt sich der Kuppler auch. Ich heiße Miller. Wenn Sie einer dazu hören wollen, bitte. Mit Bullschaften diene ich nicht. Solange der Hof da noch Vorrat hat, kommt die Lieferung nicht an uns Bürgersleut. Sven, Mann, du bringst Weib und Kind um. Euer Exzellenz, halten und walten im Land. Aber das hier ist meine Stube. Und einen ungehobelten Gast werf ich zur Tür hinaus. Miller. Halten zu bleiben. Was ist das? Das war nur meine Meinung, Herr.
die dich ins Zuchthaus bringt. Den Vater ins Zuchthaus und Mutter und Tochter in den Pranger. Keine Übereilung, mein Vater. Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewalttätigkeit. Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, wo das Wort Vater noch nie gehört worden ist. Dringen Sie nicht bis in diese. Ich laufe zum Herzog vor. Der Leibschneider lernt die Flöte bei mir. Es kann mir nicht fehlen beim Herzog. Beim Herzog, sagst du? Hast du vergessen, dass ich die Schwelle bin, worüber du springen oder deinen Hals brechen musst? Beim Herzog, Dummkopf. Versuch es. Wenn deine Turmhöhe tiefer unter dem Boden im Kerker liegt. Nein! Erbarmung, Exzellenz. Erbarmung. Knie vor Gott, alte Heulhure, aber nicht vor Schelmen, weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muss. Du kannst dich verrechnen, Mensch. Es stehen noch Galgen leer. Ja. Legt Hand an im Namen des Herzogs. Wagt es, sie anzurühren. Treiben Sie mich nicht weiter, mein Vater. Wenn euch euer Brot lieb ist, Memmen. Tod und Teufel, ich sage zurück. Ich will doch sehen, ob auch ich diesen Degen fühle. Fort mit dir. Vater. Sie soll am Pranger stehen. Aber mit dem Major des Präsidenten Sohn. Bestehen Sie noch darauf? Desto possierlicher ist das Spektakel. Fort, Vater! Ehe Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstoße ich Sie. Ja. Bestehen Sie noch darauf? Tu's, wenn deine Klinge spitzig ist. Kein menschliches Mittel ließ sich unversucht. Ich muss zu einem Teuflischen schreiten. Führt sie zum Pranger fort! Unterdessen erzähle ich der ganzen Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. Ferdinand! Lass sie frei. Streich war verwünscht. Wie ich befürchte, gnädiger Herr. Zwang erbittert die Schwärmer, aber begehrt sie nicht. Ich hatte mein bestes Vertrauen in diesen Anschlag gesetzt. Ich urteilte so, wenn das Mädchen beschimpft wird, muss er als Offizier zurücktreten. Ganz vortrefflich, aber zum Beschimpfen hätte es auch kommen sollen. Wenn ich es jetzt mit kaltem Blut überdenke, hätte mir dieser Drohung wohl nimmer mehr ernst gemacht. Das denken Sie ja nicht, Exzellenz. Sie sagen mir, dass der Major zu Ihrer Regierung immer den Kopf geschüttelt hat. Ich glaub's. Was sollen auch Träumereien von Seelengröße und innerem Adel an einem Hof, wo die größte Weisheit diejenige ist, auf eine geschickte Art groß und klein zu sein. Der Major ist zu jung und feurig. Nichts wird seine Ambition in Bewegung setzen, als was groß ist und abenteuerlich. Und was soll diese weise Anmerkung an unserer Sache bessern? Darf ich freimütig reden? Ich müsste mich schlecht auf das Barometer der Liebe verstehen, wenn der Major in der Eifersucht nicht ebenso schrecklich wäre wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Wahrscheinlich oder nicht. Ein Gramm Hefe genügt, um die ganze Masse in eine zerstörende Gärung zu jagen. Aber woher dieses Gramm nehmen? Wir diktieren dem Mädchen einen Brief an eine dritte Person in die Fehde und spielen diesen mit guter Art. Dem Major in die Hände. Toller Anfall. Als ob sie sich so geschwind bequemen würde, ihr eigenes Todesurteil zu schreiben. Sie muss, wenn sie mir freie Hand lassen wollen. Ich kenne das gute Herz. Auf und nieder. Sie hat zwei tödliche Stellen, durch die wir Gewissen bestürmen können. Ihren Vater und den Major. Der letztere bleibt ganz und gar aus dem Spiel. Desto freier können wir mit dem Vater umspringen. Zum Beispiel? Wir setzen den Musikus in aller Stille fest. Um die Not dringender zu machen, könnte man auch noch die Mutter mitnehmen. Wir sprechen von peinlicher Anklage, von Schafott, ewiger Festung und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung. Gut. Gut, ich verstehe. Luise liebt ihren Vater. Die Gefahr seines Lebens, die Vorwürfe ihres Gewissens selbst dazu, den Anlass gegeben zu haben, die Unmöglichkeit, den Major zu besitzen.
endlich die Verwirrung ihres Kopfes, die ich auf mich nehme. Kurz, sie muss in die Falle gehen. Aber mein Sohn wird er nie auf der Stelle Wind davon haben. Das lassen Sie meine Sorge sein, gnädiger Herr. Vater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen heiligen Eid darauf abgelegt hat, den ganzen Vorgang geheim zu halten. Einen Eid? Was soll ein Eid fruchten, Dummkopf? Nichts bei uns, gnädiger Herr. Bei dieser Menschenart alles. Sehen Sie nun, wie schön wir auf diese Manier zum Ziel kommen werden? Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend. Vater und Mutter ziehen gelindere Seiten auf und halten es zuletzt noch für Erbarmen, wenn ich der Tochter durch meine Hand die Reputation wiedergebe. Ich gebe mich dir überwunden, Schurke. Der Schüler übertrifft seinen Meister. Aber mit wem wollen wir es in Verdacht bringen? Ich weiß nur den Hofmarschall. Mein Geschmack wäre freilich nicht, wenn ich Luise Millerin hieße. Und warum nicht? Eine blendende Garderobe, eine Atmosphäre von Eau de Mille Fleur und Bisam, auf jedes alberne Wort eine Handvoll Dukaten. Das alles sollte ein junges Mädchen nicht bestechen können. Ich schicke zum Marschall. Unterdessen, während Euer Exzellenz dies und die Gefangennahme des Miller besorgen, werde ich den bewussten Liebesbrief aufsetzen. Den er mir zum Lesen hereinbringt, sobald er fertig ist. Dieser Haftbefehl muss ohne Aufschub zum Gericht. Ein anderer von euch soll den Hofmarschall zu mir bitten. Der gnädige Herr ist eben vorgefahren. Noch besser. Nur en passant, mein Bester. Wie leben Sie? Wie befinden Sie sich? Heute Abend ist das superbeste Feuerwerk. Eine ganze Stadt brennt zusammen. Sie sehen sie doch auch brennen, was? Ich habe Feuerwerks genug in meinem eigenen Hause. Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu helfen, die uns weiterbringt oder völlig zugrunde richtet. Setzen Sie sich. Machen Sie mir nicht Angst, mein Süßer. Sie wissen mein Projekt mit dem Major und der Lady. Es kann alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht. Will nicht? Will nicht? Aber ich habe es ja in der ganzen Stadt schon herumgesagt. Die Heirat ist ja in jedermanns Munde. Sie können vor der ganzen Stadt als Windmacher dastehen. Er liebt den anderen. Sie scherzen, ist das auch wohl ein Hindernis? Bei dem Trotzkopf, das ohne Überwindung. Oh, er sollte so wahnsinnig sein und sein Fortune von sich stoßen? Fragen Sie ihn das und hören Sie, was er antwortet. Aber mon Dieu, was kann er denn antworten? Dass er der ganzen Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir gestiegen sind. Dass er uns beide ans Messer liefern wolle, das kann er antworten. Mein Verstand steht still. Und das könnte noch hingehen. Aber zugleich hinterbringe mir meine Spione, dass der Oberschenk von Bock auf dem Sprunge sei, um die Lady zu werben. Sie machen mich rasend. Wer sagen Sie? Von Bock sagen Sie? Wissen Sie dann auch, dass wir Todfeinde zusammen sind? Wissen Sie auch, warum wir es sind? Das erste Wort, das ich höre. Wenn Sie sich noch des Hofballs entsinnen, es geht jetzt in das 13. Jahr, wissen Sie, als dem Grafen von Meerschaum das heiße Wachs von einem Kronleuchter auf dem Domino tröpfelte, mein Gott, das müssen Sie doch noch wissen, Bester, Sie werden hören und aus der Haut werden Sie fahren. Die Prinzessin Amalie hatte in der Hitze des Tanzes ein Strumpfband verloren. Alles kommt, wie begreiflich ist, in Alarm. Von Bock und ich, wir waren noch Kammerjunker, wir kriechen durch den ganzen Redutensaal, das Strumpfband zu suchen. Endlich erblick ich's. Von Bock merkt's, von Bock darauf zu, reißt es mir aus den Händen. Ich bitte Sie, bringt's der Prinzessin und schnappt mir glücklich das Kompliment weg. Was denken Sie? Impertinent. Schnappt mir das Kompliment weg! Ich meine, in Ohnmacht zu sinken. Eine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. Endlich ermanne ich mich, nähere mich ihrer Durchlaucht und spreche. Gnädigste Frau, von Bock war so glücklich, höchst denselben das Strumpfband zu überreichen. Aber wer das Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.
Bravo. Bravissimo. Und schweigt. Aber ich werde es dem vom Bock bis zum jüngsten Gerichte nachtragen. Und das ist der Mann, der die Milford heiraten und die erste Person am Hofe werden wird. Sie stoßen mir ein Messer ins Herz. Wird. Warum wird er? Wo ist die Notwendigkeit? Weil mein Ferdinand nicht will und sonst kann er sich melden. Aber wissen Sie denn kein einziges Mittel, den Major zum Entschluss zu bringen? Ich weiß nur eines, das bei Ihnen steht. Bei mir steht. Und das ist? Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien. Zu entzweien? Wie meinen Sie das? Und wie mache ich das? Alles ist gewonnen, sobald wir ihm das Mädchen verdächtig machen. Dass ich stehle, meinen Sie? Aber nein, wie sollte er das glauben? Dass ich es noch mit einem anderen habe. Und dieser andere? Müssten Sie sein, Baron. Ich sein? Ich? Ist sie von Adel? Eines Musikantentochter. Bürgerlich also, das wird nicht angehen, was? Was wird nicht angehen? Wem unter der Sonne wird es einfallen, ein paar runde Wangen nach dem Stammbaum zu fragen? Aber bedenken Sie doch meine Reputation bei Hofe. Das ist was anderes. Verzeihen Sie, Sie haben vollkommen recht. Dem von Bock wünsche ich Glück zu Premierminister und fordere meine Entlassung vom Herzog. Und ich? Sie haben gut schwatzen, Sie. Sie sind ein Studierter, aber ich... Mon Dieu, was bin denn ich, wenn mir seine Durchlaucht entlassen? Ein Bon Mot von vorgestern. Die Mode vom vorigen Jahr. Ich beschwöre Sie, teurer Goldener. Ersticken Sie diesen Gedanken. Ich will mir ja alles gefallen lassen. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendezvous hergeben, dass ich Ihnen diese Millerin schriftlich vorschlagen soll? Im Namen Gottes, ich will ihn hergeben. Und den Brief irgendwo herausfallen lassen, wo der Major zu Gesicht kommen muss? Zum Exempel, auf der Parade will ich ihn wie von ungefähr mit dem Schnupftuch herausschleudern. Und die Rolle Ihres Liebhabers gegen den Major behaupten? Morde ma vie, ich will dem Naseweiß den Appetit nach meinen Amouren schon verleiden. Nun geht's nach Wunsch. Der Brief wird noch heute geschrieben sein. Kommen Sie am Abend, ihn abzuholen. Sobald ich 16 Visiten hinter mir habe, die von allergrößter Importance sind, verzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub entferne. Ich zähle auf Ihre Verschwiegenheit, Marschall. Ach, mon Dieu, Sie kennen mich ja. Der Miller und seine Frau sind ohne alles Aufsehen verhaftet worden. Wollen Eure Exzellenz den Entwurf für den Liebesbrief jetzt überlesen? Herrlich. Ein solches Gift müsste die Gesundheit selbst in Aussatz verwandeln. Keine glücklichen Tage mehr. All meine Hoffnungen sind gesunken. Die meinigen sind gestiegen. Es ist die höchste Gefahr. Und höchste Gefahr musste sein, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte. Höre, Luise. Schlag ein Uhr nach Mitternacht wird dein Wagen vorfahren. Du wirfst dich hinein. Wir fliehen. Ich habe einen Vater, der nichts besitzt als seine einzige Tochter. Und der Rache des Präsidenten gewiss ist. Er wird uns begleiten. Und der Fluch deines Vaters, Ferdinand. Nein, mein Geliebter. Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so habe ich Kraft genug, dich zu verlieren. Mein Anspruch war Kirchenraub. Ich gebe ihn auf. Du gibst ihn auf? Lass mich einem Vater den Sohn wieder schenken und einem Bündnis entsagen, das die Ordnung zugrunde richten wird. Das Leben war deine Liebe und ohne Grenzen wie das Unermessliche. Schenke sie einer Würdigeren,
Mich sollst du nicht mehr sehen. Ich fliehe, Luise. Wirst du mir folgen? Meine Pflicht heißt mich bleiben. Du lügst. Dich fesselt anderes hier. Bleiben Sie bei dieser Vermutung. Sie macht vielleicht weniger Elend. Guten Abend, Jung. Was steht Ihnen zu Diensten? Ihr Vater schickt mich. Wo ist mein Vater? Wo er nicht gern ist. Um Gottes Willen, geschwind, wo ist mein Vater? Im Turm, wenn Sie es wissen wollen. Und warum im Turm? Auf Befehl des Herzogs, der die Verletzung der Autorität in der Person seines Stellvertreters auf das Empfindlichste zu bestrafen beschlossen hat. Ewige Allmacht, das war noch übrig. Freilich, mein Herz besaß außer dem Major noch etwas Teures. Das durfte nicht übergangen werden. Und Ferdinand? Wählt Lady Milford oder Fluch und Enterbung. Meine Mutter? Im Arbeitshaus. Haben Sie vielleicht noch eine Nachricht? Reden Sie nur, jetzt kann ich alles hören. Was geschehen ist, wissen Sie. Armer Mensch, du treibst dein trauriges Handwerk. Andere unglücklich machen ist schon schrecklich genug. Aber schlimmer noch ist es, es ihnen zu verkünden. Ich möchte nicht du sein. Sie sagten, der Herzog wolle empfindlich strafen. Was nennen Sie empfindlich? Fragen Sie nichts mehr. Was wartet auf meinen Vater? Ein Gericht auf Leben und Tod? Verzeihen Sie, Sekretär, aber ich verschließe das Haus. Wohin so eilig? Zum Herzog. Was? Wohin? Zum Herzog, hören Sie nicht? Zu eben dem Herzog, der meinen Vater auf toten Leben will richten lassen. Nein. Nicht will. Muss richten lassen. Weil einige Bösewicht das wollen. Zum Herzog. Oh, gehen Sie. Gehen Sie nur. Sie könnten nichts Klügeres tun. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Ihnen der Herzog will fahren. Woher wissen Sie das? Weil er es nicht umsonst tun wird. Nicht umsonst? Ja. Welchen Preis kann er für eine Menschlichkeit verlangen? Die schöne Bittstellerin ist Preises genug. Allgerecht. Und für einen Vater, so will ich hoffen, werden Sie diese Taxe nicht für überfordert halten. Der allmächtige Vater. Deine Tochter kann für dich sterben, aber nicht sündigen. Das wird für ihn eine Neuigkeit sein, für den armen, verlassenen Mann. Meine Luise, sagte er zu mir, hat mich zu Boden geworfen. Meine Luise wird mich auch wieder aufrichten. Ich eile ihm, diese Antwort zu bringen. Bleiben Sie doch. Reden Sie, raten Sie doch. Was kann ich tun? Es gibt ein Mittel. Auch Ihr Vater will... Was für ein Mittel? Der Major muss sich freiwillig von Ihnen trennen. Das wird er nie. Kann ich ihn zwingen, mich zu hassen? Wir wollen es versuchen. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Hier ist Federpapier und Tinte. Schreiben Sie. Gnädiger Herr, schon drei unerträgliche Tage sind vorüber. Und wir sahen uns nicht.
an den Henker ihres Vaters. Oh mein Gott. Halten Sie sich deswegen an den Major? An den Major, der mich den ganzen Tag über wie ein Teufel bewacht. Nein. Nein, nein, macht, was ihr wollt, das schreibe ich nicht. Ganz wie Sie wollen, Mademoiselle. Es steht ganz in Ihrem Belieben. In meinem Belieben, sagen Sie. Hängt einen Unglücklichen über dem Abgrund der Hölle auf. Fragt ihn, ob Sie belieben. Diktieren Sie weiter. Ich denke nichts mehr. Den ganzen Tag über wie ein Teufel bewacht. Haben Sie das? Weiter, weiter. Wir haben gestern den Präsidenten im Hause gehabt. Es war possierlich zu sehen, wie der gute Major meine Ehre verteidigte. Oh, schön. Oh, herrlich. Nur immer vor. Morgen Abend hat er Dienst. Passen Sie ab, wann er von mir geht. Und kommen Sie an den bewussten Ort. Haben Sie Bewussten? Ich habe alles. An dem bewussten Ort? Zu Ihrer zärtlichen Luise. Und fehlt die Adresse noch? An Herrn Hofmarschall von Kalb. Ein Name meinen Ohren so fremd wie diese schändlichen Zeilen meinem Herzen. Nehmen Sie. Es ist mein ehrlicher Name. Es ist Ferdinand. Ist das ganze Glück meines Lebens, was ich in Ihre Hände gebe? Verzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle. Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Vielleicht, wer weiß, könnte ich mich eines Tages über gewisse Dinge hinwegsetzen. Reden Sie nicht aus. Sie sind auf dem Weg, sich etwas Entsetzliches zu wünschen. Wieso, liebe Jungfer? Weil ich dich in der Brautnacht töten werde. Sind wir jetzt fertig? Nur noch eine Kleinigkeit, Jungfer. Sie muss mit mir in den Dom und das Sakrament darauf nehmen, dass dieser Brief ein Freiwilliger ist. Der Hofmarschall da? Der Herr Präsident fragt nach Ihnen. Alle Donner, ich suche den Hofmarschall. Der gnädige Herr sitzt oben am Spieltisch. Der gnädige Herr soll im Namen der ganzen Hölle daherkommen. Es ist nicht möglich. Diese himmlische Hülle versteckt kein so teuflisches Herz. Und doch, wenn alle Engel herunterstiegen, um für ihre Unschuld zu bürgen, es ist ihre Hand. Das also war's, warum sie sich der Flucht so widersetzte. Darum... Oh Gott, sie hat meine ganze Seele gesehen und nichts dabei empfunden. Als mein Glück den ganzen Himmel zu umspannen glaubte. Als zu meinem Gemüt kein anderer Gedanke stand als die Ewigkeit und das Mädchen. Da empfand sie nur den Triumph ihrer Kunst. Sie haben den Wunsch blicken lassen, Bester. Marschall, dieser Brief muss Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein. Und ich war zum Glück der Finder, durch den lustigsten Zufall. Sie sehen, wie ich erschrecke, Baron. Lesen Sie. Lesen Sie! Oh, verflucht. Geduld, lieber Marschall, ich will mein Kinderlohn haben. Sie werden vernünftig sein, Bester. Nehmen Sie. Oh, rasen Sie, wo denken Sie hin? Wie sie zittert, die Memme. Du solltest Gott danken, Memme, dass du zum ersten Mal etwas in deinen Gehirnkasten kriegst.
Nicht so schnell! Sachte, wenn ich bitten darf. Und nun schlag an. Sie wollen Ihr kostbares Leben so aussetzen, junger Mann. Schlag an, sag ich. Ich habe nichts mehr in dieser Welt zu tun. Oh, ich desto mehr, mein Allervortrefflichster. Du, Bursche. Was denn? Was? Was Sie befehlen, Herr, wie Sie... Nur die Pistolen weg. Halt! Wie ihr da steht, der Schmerzenssohn. Im sechsten Schöpfungstag zum Schimpf. Und mit diesem Herz zu teilen... Deinem Kerl mehr dazu gemacht, von Sünden zu entwöhnen, als dazu anzureizen. Oh Gott sei ewig Dank, er wird witzig. Bube! Wenn sie nicht mehr rein ist. Wenn du genossest, wo ich anbetete. Wie weit kamst du mit dem Mädchen, bekenne? Lassen Sie mich los, ich will ja alles verraten. Wie weit kamst du mit dir? Bekenne oder ich drücke ab. Es ist nichts, es ist ja alles nichts. Haben Sie nur eine Minute Geduld. Bekenne oder du bist des Todes. Mon Dieu, mein Gott, ich spreche ja so. Hören Sie doch nur. Ich sah das Mädchen nie. Ich kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. Du sahst sie nicht. Du kennst sie nicht. Du weißt gar nichts von ihr. Du leugnest sie dreimal in einem Atem hinweg. Fort, schlechter Kerl. Für deinesgleichen ist kein Pulver erfunden. Verloren. Ich bin verloren. Und du bist es auch, Luise? Ja, beim großen Gott, wenn ich verloren bin, bist du es auch. Richter der Welt. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab. Überlass es mir. Eine Ewigkeit mit ihr gemeinsam auf ein Rad der Verdammnis geflochten. Die Vermählung ist fürchterlich, aber ewig. Sie haben mich rufen lassen, gnädige Frau. Ich erwarte Ihre Befehle. Oh, ist sie da? Trete sie näher, mein Kind. Nur näher, nur ganz nah. Luise nennt sie sich. Und wie jung, wenn man fragen darf. 16 gewesen. 16. Auf einem unberührten Klavier der erste Silberton. Gutes Kind. Ich glaube, du fürchtest mich. Nein, Milit. Man hat sie mir empfohlen, Mamsell. Sie soll etwas gelernt haben und Lebensart besitzen. Meine Sophie heiratet. Du sollst ihre Stelle haben. Ich danke für diese Gnade, Milady. Als wenn ich sie annehmen könnte. Man sehe die große Dame. Wo will sie denn hinaus? Sind diese Finger zur Arbeit so niedlich? Ist es das bisschen Gesicht, worauf sie so trotzig tut? Du hast dir deinen Spiegel für ewig verkauft, mein Kind. Ist nur ein dünner Goldschaum, der deinem Anbeter über kurz oder lang in der Hand bleiben muss. Was also könnte dich hindern, einen Beruf zu ergreifen? Indem du Manieren und Welt lernen und dich deiner bürgerlichen Vorurteile entledigen kannst. Auch meiner bürgerlichen Ehre, Milady. Zeige, wer du bist. Gib dir Würde und Charme. Der verwegenste Mann ist zu feige, uns etwas Schimpfliches zuzumuten. Wenn wir ihm nicht entgegengehen. Ich wage daran zu zweifeln. Die Paläste gewisser Damen sind oft, ich bitte um Vergebung, die Städten frecher Ergötzlichkeit. Er konnte sich träumen lassen, dass die Lady Milford Geld und Kostbarkeiten aufwende, nur um den Vorteil zu haben, alle Augenblicke schamrot zu werden. Würde sie mein Anblick erfreuen, wenn sie einem Vergnügen entgegengingen? Würden sie ihn ertragen, wenn sie zurückkämen? Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herkunft reißen. Wie konnten sie sich zur Schöpfung meines Glücks aufwerfen, ehe sie wussten, ob ich mein Glück auch von ihren Händen empfangen will? Sie sind glücklich, Milady. Wenn wir jetzt Schicksal gegen Schicksal austauschen sollten und wenn ich Sie auf Ihr Gewissen fragte, würden Sie mir zu dem Tausche raten? Ich höre die Worte eines Lehrers. Es sollte mich wundern, Milady, wenn Ihnen dieser Lehrer erst jetzt einfiel. Ja, denn ich kenne ihn. Weiß alles. Weiß mehr, als ich wissen will.
Aber wage es jetzt noch, ihn zu lieben oder von ihm geliebt zu werden? Oh, versorge ich. Wage es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu sein. Ich will wie ein Gespenst mitten durch euren Himmel gehen. Mein Name soll eure Küsse auseinanderscheuchen. Ich kann mit ihm nicht glücklich werden, aber du sollst es auch nicht sein. Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit. Listen Sie, eigenes Herz nicht, Milady. Sie sind nicht für ich, ein Geschöpf zu quälen. Es hat Ihnen nichts so leid getan, als dass es ebenso empfunden hat wie Sie. Vergib mir, Kind. Ich will dir nichts tun. Deine Freundin, deine Schwester will ich sein. Du bist arm. Mein Schmuck, meine Kleider, Pferde und Wagen, alles will ich verkaufen, alles sei dein, aber entsage ihm. Nehmen Sie ihn. Man hat ihn mit Haken der Hölle von meinem Herzen gerissen. Man hat zwei Herzen voneinander gezerrt, die Gott aneinander band. Man hat ein Geschöpf zerstört, das ihm nahe stand wie Sie, das Gott zur Freude schuf wie Sie, das ihn gepriesen hat wie Sie. Und das ihn nun nimmermehr preisen wird. Nimmermehr. Gott wird mir gnädig sein. Ich kann mir nicht anders sehen. Nehmen Sie ihn. Wen? Das Geschenk deiner Verzweiflung? Bin ich so tief gesunken, dass ich hungrig erwarte, was mir Großmut aus dem letzten Todeskampf zuwirft? Nein. 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 Hofmarschall von Kalb stehen im Vorzimmer im Auftrage des Herzogs. Wer? Der Herr Hofmarschall, Milady. Umso besser. Serenissimus. Er wird mir schweren Undank zur Last legen. Er hat mich aus dem Elend gezogen. Entsetzlicher Tausch. Serenissimus schicken mich, Milady zu fragen, ob diese Nacht Ballett sein werde oder Komödie. Bringen Sie dem Herzog diesen Brief zum Dessert. Und du, Sophie, befiehlst, dass man anspannen soll und rufst meine Dienerschaft zusammen. Sie sind echauffiert, meine Gnädigste. In diesen Räumen wird eine Stelle vakant, Herr Hofmarschall. Ah. Es ist gut Wetter für Kuppler. Ah. Lesen Sie. Es ist mein Wille, dass der Inhalt nicht unter vier Augen bleibe. Gnädigster Herr, die Glückseligkeit Ihres Landes war die Bedingung meiner Liebe. Drei Jahre währte der Betrug, die... Die Binde fällt mir von den Augen. Schenken Sie die Liebe, die ich nicht mehr erwidern kann, Ihrem weinenden Land. In einer Stunde bin ich über der Grenze. Johanna... Behüte der Himmel, meine Beste und Gnädigste. Dieses Billet soll ich seiner hochfürstlichen Gnaden zu höchst eigenen Händen überbringen? Ja. Es sei denn, Sie ließen den Zettel in eine Wildbretpastete backen. Dann fände Serenissimus ihn auf seinem Teller. Ciel, welche Vermessenheit! Ihr steht bestürzt, gute Leute, und wartet, wie dieses Rätsel sich entwickeln soll. Ihr dientet mir redlich. Trauriges Schicksal, dass meine schwärzesten Tage eure glücklichsten waren. Ich entlasse euch. Mein Schatzmeister verteile mein Geld unter euch. Der Ärmste von euch wird reicher sein als seine Gebieterin. Oh, ich verstehe euch, meine Guten. Lebt wohl. Lebt ewig wohl. Musik.
Luise! Luis, hier ist sie auch nicht. Durch alle Gassen bin ich gegangen, bei allen Bekannten bin ich gewesen. Das Kind hat man nirgends gesehen. Hing ich mein Herz zu abgöttisch an diese Tochter. Ich will nicht murren, himmlischer Vater, aber die Strafe ist hart. Du tust recht, armer alter Mann. Lerne bei Zeiten verlieren. Bist du da, mein Kind? Aber warum so einsam und ohne Licht? Ich bin nicht einsam, Vater. Wenn es schwarz wird um mich herum, habe ich meine besten Besucher. Gott bewahre dich. Nur Sünden und böse Geister scheuen das Licht. Auch die Ewigkeit, Vater, die mit der Seele redet. Kind, Kind, was für Worte sind das? Ich habe einen harten Kampf gekämpft. Du weißt es, Vater. Aber Gott gab mir Kraft. Der Kampf ist entschieden. Man pflegt unser Geschlecht zart und zerbrechlich zu nennen. Glaub das nicht mehr, Vater. Vor einer Spinne schütteln wir uns. Aber das schwarze Ungeheuer Verwesung drücken wir lachend in die Arme. Deine Luise ist heiter, Vater. Ich wollte, du heultest. Dann gefielst du mir besser. Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und kühn. Das hatte nicht gewusst, der Sekretär. Oh, sie sind pfiffig, solange sie es nur mit dem Kopf zu tun haben. Aber sobald sie mit dem Herzen anbinden, werden die Bösewichter dumm. Mit einem Eid wollte er seinen Betrug versiegeln. Aber Eide binden nur die Lebendigen, nicht die Toten. Kind! Will er mir diesen Brief besorgen, Vater? Will er so gut sein? An wen? Seltsame Frage. Die Unendlichkeit hat nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an ihn. An wen hätte ich wohl sonst schreiben sollen? Ja, Luise. Ich öffne den Brief. Wie er will, Vater. Aber er wird nicht klug daraus werden. Die Buchstaben liegen wie kalte Leichname da und leben nur für die Augen der Liebe. Du bist verraten, Ferdinand. Ein Bubenstück ohne Beispiel zerriss den Bund unserer Herzen. Aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden. Doch wenn du Mut hast, Geliebte, ich weiß einen Ort, wo kein Schwur mehr bindet. Warum sieht er mich so an? Du musst Mut genug haben, eine finstere Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet als deine Luise und Gott. Ganz in Liebe musst du kommen und alle deine Hoffnungen daheim lassen. Nichts kannst du brauchen als dein Herz. Und? Wo ist dieser Ort, meine Tochter? Du kennst ihn nicht? Ferdinand wird ihn finden. Rede deutlicher. Ich weiß kein freundliches Wort dafür. Du darfst nicht erschrecken, Vater. Der Ort ist das Grab. Oh mein Gott. Nicht doch, mein Vater. Es sind nur Schatten, die sich um das Wort herumlagern. Doch weg mit diesen. Und es liegt ein Brautbett da, über das der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Girlanden streuen. Du willst Hand an dich legen.
Selbstmord ist die abscheulichste Sünde, mein Kind, denn sie ist die einzige, die man nicht mehr bereuen kann. Ich will in den Fluss springen, Vater, und dem versinken Gott um Verzeihung bitten. Tochter, Tochter, gib Acht, dass du Gottes nicht spottest, wenn du ihn am meisten vernöten hast. Wir hast lieben denn Sünde, Vater. Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zur Sünde lieben. Du hast mich tief gebeugt, meine Einzige. Tief, tief. Vielleicht bis zur Grube. Doch ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen. Ich sprach vorhin etwas vor mich hin. Ich glaubte, allein zu sein, aber du hast es gehört. Und warum sollte ich's geheim halten? Du warst mein Alles, Luise. Du siehst, mein Haar fängt an, weiß zu werden, und allmählich meldet sich die Zeit bei mir, wo uns Vätern die Kapitale zustatten kommen, die wir im Herzen unserer Kinder anlegten. Willst du mich darum betrügen, Luise? Oh nein, mein Vater. Ich gehe als deine große Schuldnerin aus der Welt. Und werde in der Ewigkeit mir Zinsen bezahlen. Gib Acht, ob du dich da nicht verrechnest, meine Tochter. Werden wir uns dort wohl finden? Ich kann nicht über dich wachen, mein Kind. Ich kann dir das Messer nehmen, du kannst dich mit einer Stricknadel töten. Ich kann dich vor dem Gift bewahren, du kannst dich mit einer Schnur erwürgen. Nur warnen kann ich dich. Tu, was du willst, bring deinem Ferdinand ein Opfer, dass deine Teufel jauchzen und deine guten Engel zurücktreten. Lade alle deine Sünden auf, lade auch diese, die entsetzlichste, auf. Aber dann durchstich dein Herz und meins. Oh, mein Vater, was soll ich tun? Ich komme. Wenn die Küsse deines Majors heißer brennen als die Tränen deines Vaters, stirb. Vater, ich will... Was will ich? Sei, Vater. Gott sieht darauf. Ferdinand, so vernichte ich dein letztes Gedächtnis. Das ist meine Tochter. Kind, Kind, blick auf. Einen Geliebten hast du verloren. Dafür hast du einen Vater glücklich gemacht, meine Luise. Mein Himmelreich. Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin. Da ist er. Sie hier, Baron? Ich bin verloren. Erschrockenes Gewissen hab Dank. Dein Bekenntnis ist schrecklich, aber schnell und gewiss. Guten Abend, Miller. Aber um Gottes Willen, was wollen Sie, Baron? Was führt Sie her? Ich weiß eine Zeit, wo man den Tag in Sekunden zerstückte. Da die Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögenden Wandtour hing. Wie kommt es, dass ich jetzt überrasche? Gehen Sie, Baron. Sie haben das Elend unter mein Dach gebracht. Wo sonst nur die Freude zu Hause war, sind Sie noch nicht zufrieden. Wunderlicher Vater. Ich komme hier, um deiner Tochter etwas Erfreuliches zu sagen. Lady Milford, das furchtbarste Hindernis unserer Liebe floh aus dem Lande. Unsere glücklichen Sterne gehen auf. Ich bin da, mein Wort einzulösen und meine Braut zum Altar zu führen. Hörst du ihn? Hörst du ihn seinen Spott mit dir treiben? Du glaubst, ich scherze? Bei meiner Ehre. Meine Rede ist so wahr wie die Liebe meiner Luise. Du zweifelst noch? Sonderbar. Die Lüge muss hier eine gangbare Münze sein, wenn die Wahrheit so wenig Glauben findet. Ihr... misstraut meinen Worten. Du glaubst diesen Brief? Was soll das bedeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht. Desto besser hat mich diese verstanden. Gleich wie der Tod. Jetzt erst gefällt sie mir, deine Tochter. So schön war sie nie, die fromme, rechtschaffene Tochter. Der Atem des ewigen Gerichts hat die Schminke fortgeblasen, womit sie auch die Engel des Lichts hintergangen hat. Es ist ihr schönstes Gesicht.
Ihr erstes wahres Gesicht. Zurück weg! Vor deinen Liebkosungen konnte ich ihn nicht bewahren, aber ich kann es vor deinen Misshandlungen. Was willst du, Graukopf? Menge dich nicht in ein Spiel, das schon verloren ist. Leg dich nieder und stirb. Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem süßen Traum entschlafen. Ich war ein glücklicher Vater. Einen Augenblick später und du fährst mit einer Gotteslästerung in die Grube. Sprich! Schreibst du diesen Brief? Oh, dieser Brief. Gepriesen sei der Zufall, dass er in meine Hände fiel. Zufall, sag ich. Oh, die Vorsehung ist dabei, wenn Sperlinge fallen. Warum nicht auch, wenn ein Teufel entlarvt werden soll? Antwort will ich! Schriebst du diesen Brief? Ich schrieb ihn. So wahr meine Seele lebt, du Luise. Ich frag du zu heftig, nicht wahr, Luise? Du bekanntest nur, weil ich zu heftig fragte. Ich bekannte, was war es? Nein. Nein, Sophie, nein. Du schriebst sie nicht. Es ist nicht deine Hand. Und wäre sie es, warum sollten Handschriften schwerer nachzumachen sein, als Herzen zu verderben? Sag die Wahrheit, Luise. Oder nein? Nein. Tu es nicht. Du könntest ja sagen und ich wäre verloren. Eine Lüge, Luise. Bitte eine Lüge. Schriebst du diesen Brief? Bei Gott. Bei dem fürchterlich wahr. Wusstest du, was du mir warst, Luise? Nein. Du wusstest nicht, dass du mir alles warst. Alles? Es ist ein armes, verächtliches Wort, aber die Ewigkeit hat Mühe, es zu umwandern. Alles. Und so frevelhaft damit zu spielen. Oh, es ist schrecklich. Noch eine Bitte, Luise. Die letzte. Mein Kopf brennt wie im Fieber. Willst du mir ein Glas Limonade zurechtmachen? Lieber Baron. Kann es Ihren Gram vielleicht mindern, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich Sie herzlich bedauere? Lass es gut sein, Miller. Ich weiß kaum noch, wie ich in sein Haus kam. Was war die Veranlassung? Sie wollten Stunde auf der Flöte bei mir nehmen. Das wissen Sie nicht mehr. Und ich sah seine Tochter. Seltsam. Unbegreiflich seltsam spielt Gott mit uns. An dünnen Seilen hängen oft fürchterliche Gewichte. Ein glückseliges Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen. Die Limonade lässt gar zu lange auf sich warten. Ich denke, ich sehe nach. Es eilt nicht, Müller, bleib hier nur. Was hatte ich doch fragen wollen? Ja. Ist Luise seine einzige Tochter, sonst hat er keine Kinder mehr. Nein, warum? Meine ganze Barschaft an Liebe habe ich an der Tochter schon zugesetzt. Siehe doch lieber nach dem Trunk, guter Miller. Einzige Kind. Der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts als ein Instrument und das einzige Kind. Und du willst es ihm rauben. Er kann nicht erwarten, die ganze Summe seiner Freuden vom Gesicht dieser Tochter herunterzuzählen und tritt ein. Und sie liegt da, die Blume. Dort, zertreten. Die letzte einzige Hoffnung. Und er steht vor ihr. Und steht. Und die ganze Natur hält ihn lebendig im Atem an und sein Blick sucht Gott. Und kann Gott nicht mehr finden. Aber was will ich denn?
Wird sie den Vater glücklich machen können? Nein. Gleich sollen sie bedient sein, Baron. Draußen sitzt das arme Ding und will sich zu Tode weinen. Weil wir vorhin von Musik sprachen, Miller. Ich bin noch sein Schuldner. Das steht in guter Hand. Wir sind ja, will's Gott, nicht das letzte Mal beieinander. Wer kann das wissen? Nehmen wir nur. Es ist für Leben und Sterben? Auf den Fall, denke ich, kann man's wagen bei Ihnen. Hat er nie gehört, dass Jünglinge gefallen sind? Mädchen und Jünglinge? Was Krankheit und Alter nicht tun können, auf den Donnerschlag ausrichten. Auch seine Luise ist nicht unsterblich. Wer, Miller? Er hat sich mit Herz und Seele an diese Tochter gehängt. Sei ja vorsichtig. Nur ein verzweifelter Spieler setzt alles auf einen einzigen Wurf. Warum? Nimmt er sein Geld nicht? Die ganze Börse, euer Gnaden. Da? Beim großen Gott, das klang nicht wie Silbergeld. Um Himmels Willen, was treiben Sie, Baron? Hier liegt ja, oder bin ich verhext? Oder Gott verdamm ich, das ist ja blankes, bares Gottesgold. Und was weiter? Gnädiger Herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstück anspannen wollen. Denn so viel Geld lässt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen. Sei ganz getrost, Miller. Das Geld hat er längst verdient. Und ich brauche es nicht. Ich reise ab. Und in dem Land, in das ich komme, gilt diese Währung nicht. Also mein? Mein? Mit des guten Gottes Wissen und Willen mein. Du lieber Himmel, wie komme ich denn auf einmal zu dem ganzen Reichtum? Wie verdiene ich ihn? Nicht mit deinen Musikstunden, Miller. Mit dem Geld hier bezahle ich ihm den 3 Monate langen glücklichen Traum von seiner Tochter. Es bleibt also mein. Wort, wie ich jetzt auftreten will. Wie ich die Backen jetzt vollnehmen will. Und meine Tochter, Herr. Geld macht den Mann nicht aus. Ich habe Kartoffeln gegessen. Satt ist satt. Und dieser Rock ist gut genug, wenn die Sonne nicht durch den Ärmel scheint. Aber dem Mädel soll der Segen bekommen. Was ich ja nur an den Augen ablesen kann, soll sie haben. Sie soll mir Französisch lernen. Und Menuett tanzen und singen, dass man es in den Zeitungen lesen kann. Und eine Haube soll sie tragen wie die Hofratstöchter. Nicht nur um Gottes Willen, schweige still. Das ist der einzige Dank, den ich von ihm fordere. Sie befehlen, wenn sie nicht stark genug sind. Darf ich ihn um etwas bitten, Miller? Will er mir einen kleinen Gefallen tun? 1000 für einen, was befehlen? Man wird mich im Schloss bei der Tafel erwarten. Zum Unglück habe ich eine sehr böse Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. Will er diesen Brief meinem Vater bringen und mich entschuldigen? Dem Präsidenten? Nicht ihm selbst, seinem Kammerdiener. Ich bin auch da, wenn er wiederkommt. Kann ich das nicht auch besuchen? Lebe wohl, Miller. Schon gut, Baron. Das alles kann es ich auch. Es ist finstere Nacht, Tochter. Leuchte deinem Vater, Luise. Wollen Sie mich auf der Flöte begleiten, Herr von Walter? So mache ich einen Gang auf dem Fortepiano. Sie sind mir auch eine Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Spielen wir eine Partie. Die Brieftasche, die ich Ihnen zu sticken versprochen, ich habe sie angefangen. Wollen Sie sie sehen? Oh, ich bin sehr elend. Du auch.
Es könnte wahr sein. Die Limonade ist matt. Versuch. Versuche. Sie ist gut. Es wird eine Zeit kommen. Mit der Zeit wären wir fertig. Wo der heutige Abend schwer auf ihr Gewissen fallen durfte. Nur keinen Engel mehr. Nur jetzt keinen Engel mehr, es ist zu spät. Ich muss dich zertreten wie eine Schlange. Das ist deine Luise, Ferdinand. Das schöne Werk des himmlischen Bildners. Er sollte es glauben. Und dieser Mund. Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Seiten? Nur in der Seele sollte sich Gott vergriffen haben. Noch einmal wie am Tag unseres ersten Kusses, da die Ewigkeit wie ein schöner Maitag vor unseren Augen lag. Luise? Luise? Warum hast du mir das getan? Dürfte ich den Mund auftun? Ich könnte Dinge sagen. Ich könnte... Fühlst du dich wohl? Wozu diese Frage? Sollte mir leid tun, wenn du mir deine Lüge von hinnen müsstest. Oh, ich beschwöre dich. Hast du die Mascha geliebt? Sorge für deine unsterbliche Seele, Luise. Hast du die Mascha geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Ich antworte nichts mehr. Ehe dieses Licht ausgeht, stehst du vor Gott. Jesus, was ist das? Mir wird sehr übel. Deine Limonade war in der Hölle gewürzt. Du hast sie dem Tod zugetrunken. Gift? Oh mein Herrgott. Sterben? Gott allbarmherziger, erbarm dich meiner Seele. Auch ich bitte ihn darum. Sei ruhig, Luise. Wir machen die Reise gemeinsam. Nun muss ich nicht mehr schweigen. Der Tod hebt alle Eide auf. Ferdinand, Himmel und Erde haben nichts Unglückseligeres als dich. Ich sterbe unschuldig. Was sagst du? Eine Lüge pflegt man sonst nicht auf diese Reise zu nehmen. Lüge nicht, lüge nicht. Nur einmal habe ich gelogen, als ich den Brief schrieb an den Marschall. Aber meine Hand schrieb ihn. Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammt. Dein Vater hat ihn diktiert. Seine Luise hätte den Tod vorgezogen. Aber man zwang mich. Vergib. Halt! Entspringe mir nicht, Engel des Himmels! Seele ist dahin. So. Ich will doch nimmer mehr glauben. In wenig Worten, Vater. Sie fangen an, mir kostbar zu werden. Ich bin um mein Leben bübisch bestohlen worden. Bestohlen durch Sie! Stehe, davor zittere ich. Aber ein Bösewicht bin ich niemals gewesen. Ich habe einen Mord begangen.
Eine Mord, den du mir nicht zumuten wirst, allein vor den Richter der Welt zu schleppen. Feierlich wälze ich dir die größere Hälfte zu. Wie du damit zurechtkommen magst, sieh du selber. Dies Gesicht ist dein Name geschrieben. Die Wirkengel werden ihn lesen. Eine Gestalt wie diese stehe vor deiner Seele, wenn du stirbst. Und dränge dein letztes Gebet hinweg. Von mir nicht. Von mir nicht, Richter der Welt. Fordere diese Seelen. Von diesem. Von mir? Von dir, Verfluchter. Über dich die Verantwortung. Über mich? Lustig, lustig. Nun weiß ich doch auch, auf welche Art die Teufel sich danken. Über mich? War das mein Sohn? Doch wenn ich verloren bin, dann sollst du es mit mir sein. Auf Aufruf, Macht durch die Gassen, bindet mich, führt mich weg. Aber ich will Geheimnisse aufdecken, dass denen, die sie hören, die Haut schaudern soll. Du wirst doch nicht Rasender. Ich werde, Kamerad. Ich werde. Arm in Arm mit dir zum Blutgerüste. Arm in Arm mit dir zur Hölle. Es soll mich kitzeln, mit dir verdammt zu sein. Ferdinand, soll kein Blick mehr auf deinen Vater fallen. Gott dem Erbarmenden gehört der Letzte. Geschöpf und Schöpfer verlassen mich. Kein Blick. Er vergab mir. Und jetzt, euer Gefangener.